Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Shisha for You. Wir haben heute für euch hier mitten im Test drinnen Al Jazeera Cappuccino. Der Autofokus tut sein Übliches, sauber. Ja, wie ihr sehen könnt, das Ganze ist schon ordentlich leer geraucht. So sieht der Schnitt aus. Ja, wird ja momentan so ein bisschen als der alte neue Alwara gefeiert, das Ganze. Die Sorte ging irgendwie bei uns auch so ein bisschen Unterstand lange hier bei der Shisha im Regal, aber Herr Schütz, jetzt sind wir heiß drauf. Herr Schütz, könnten Sie erstmal vorab die Personen in diesem Video vorstellen? Selbstverständlich. Liebe Leute, heute hier mit mir einmal David. Heute ist erstmal bei uns im Review mit dabei, ist ja aber schon in den letzten Wochen immer ordentlich mit uns am Shisha rauchen und hat auch ganz gute Ahnung. Dazu noch Michi. Hallo, Michi. Mein Name ist Michel Master Eggert und ich teste Shishas und Tabak. Ja. Werden die Umstände geklärt. Sehr gut. Was gibt es zu diesem leckeren Tabak zu sagen, Freunde? Wie viel kostet der denn? Cappuccino. Al Jazeera liegt bei 13,95. Ist gelogen. Bei 13,50 sogar. 13,50? Für wie viel Gramm? Jetzt kommt knapp. 200. Bin mir nicht sehr, sehr sicher, aber ich schaue nochmal kurz nach. Ist ja keine Banderole drauf. Ja, wie man sieht, wir sind natürlich wieder optimal vorbereitet. Kommt aber auf jeden Fall aus Hannover. Steht hier. Pascal ist übrigens auch da, aber der möchte heute irgendwie nicht ins Video. Er hat versucht, seine berufliche Tätigkeit als Kameramann zu ändern. Ex. zum Setup, wir rauchen mit einem Einlochkopf, Mod-Kopf, wie viel gefüllt? Der ist bis oben. Bis oben hin. Bis oben hin voll. Ja, und dann mit einem Dahid, Kopfaufsatz und zwei Kohlestücke Natur, keine Selbstverdienung. Rauchen jetzt seit, schon 25, 30 Minuten. Oder? Also wir rauchen schon etwas länger, weil wir das alles aufgebaut haben und davor schon geraucht haben und dachten uns, ja, das ist die Chance, Cappuccino zu testen. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker, zumindest wenn es darauf ankommt, im Büro zu überleben. Trinke ich gut und gerne meine zwei, ja, vergleichsweise Kannen am Tag. Die haben zwar einen Vollautomater, aber in etwa sind das zwei Kannen, muss ich ehrlich sagen. Das sind bestimmt 8-9 Tassen. Große Tassen. Und Cappuccino hat ja noch einen etwas cremigeren Geschmack, oder? Also Cappuccino ist ja allgemein etwas cremiger. Und ich finde, also man kann sich das schlecht vorstellen, Kaffee oder Cappuccino zu rauchen, aber er schmeckt halt wirklich wie ein cremiger Cappuccino. Also es ist wirklich, als hätte man so die Sahnehaube auf dem Kaffee drauf und dann die verschiedenen Schichten. Das finde ich, sieht man das überhaupt nicht ganz gut. Und man sieht da, dass auf jeden Fall so was leckeres Schokoladiges irgendwie auf diesem Cappuccino drauf ist. Und der trifft halt einen einzigartigen Geschmack. Ist so. Ja. Und für den Preis 13,50 €, dann warte ich jetzt mal ab, was eure Noten sind, bevor ich mich dazu äußere. Ja. Master out. Ich persönlich hätte mir vom Geruch her den Geschmack noch ein bisschen stärker vorgestellt. Aber trotzdem super lecker, guter Rauch, kann man echt nicht meckern. Ja, ich auch. Der riecht noch um einiges intensiver auf jeden Fall, als er schmeckt, definitiv. Ich schließe mich aber so damit als Master an. Das ist und bleibt ein sehr, sehr leckerer Tabak. Also sowohl von der Rauchentwicklung als auch vom Geschmack her überzeugte mich echt immer wieder. Also nicht nur jetzt gerade explizit der Cappuccino, sondern generell die Marke Al Jazeera. Ich finde, der Cappuccino kriegt von mir, er schmeckt wirklich so leicht kaffeeartig, schokoladig. Ich muss sagen, ich bin überhaupt gar kein Kaffeetrinker. Und wer war das denn? Pascal, ey! Das ist ja alles nichts. Ich finde aber trotzdem, dass das 1:1 einfach wie Kaffee schmeckt, beziehungsweise hat eine cremige Note Richtung halt diese, ja, was aber schmeckt auch echt süß. Cappuccino. Diese Creme, ja. Hat irgendwie sowas, also auch dieses Schokolade, was du gesagt hast, das ist gar nicht so fremd. Also ich finde,
Generell erinnert er an ein Schoko-Gebäck, Creme, was weiß ich, Tabak. Also er schmeckt eher so wie, ja, wie halt so eine... Wie Milka-Kaffee. Kennst du das? Nee. Ja, das ist halt Kaffee von Milka. Ja, also das ist so Pulver. Das ist so Schokoladenpulver, kennst du? Nein. Ja, doch, du kennst ja, das. Ja, aber du hast recht, dieses so ein ja, so ein Pulver. Ja, ja. Wie heißt denn das? Kaffee? Ja, das ist halt... Wie heißt denn dieses Kaffeepulver? Dieses, das riecht auch so. Krüger und so. So was meinst du, so ein Shit. Das riecht nach Billig-Cappuccino. Halt die Fresse, Mann, das ist gut. Ja, aber ich. Möchte seine Meinung doch einbringen und meinen Leben riecht nach billigem Fertigkaffee. Oh ja, da ist er. Jetzt kommt's. Ja, 2,95, 3,95, bin ich sicher. Also. Ich weiß es nicht. Also, du bist erfolgreich, wenn wir sagen, dass es keine Qualitätsbohnen sind, die dort in diesem Tabak sind. Also das riecht definitiv nicht nach Starbucks-Kaffee. Das kann ich sagen. Starbucks ist kein Kaffee. Starbucks ist Wasser und Zucker. Und Sirup. Das ist so, als würdest du zu McDonald's gehen und sagen, dass dort Cola nach Cola schmeckt. Und so, dass Wasser mit Sirup ist. Wusstest du übrigens, dass McDonald's hat tatsächlich das sauerste Wasser, was du in Gesamtdeutschland kaufen kannst. Weil sie extra pro Filiale eine eigene Maschine dafür haben, das Wasser zu reinigen haben. Die haben das reinste Wasser in Gesamtdeutschland. So, deswegen schmeckt das Wasser bei McDonald's auch immer etwas frischer und anders. Tatsächlich. Das kann wird. Wo trinkst du das Wasser? Also wir bekommen bei uns im Süden von Hamburg das Wasser aus der Lüneburger Heide. Und ich bin schwer begeistert. Also unser Leitungswasser kann man ohne jegliches genießen. Genauso wie diesen Tabak. Er bekommt von mir 12 Punkte von 15. Nein, das sind zu viel. 10. Ich finde ihn lecker, aber ich habe schon andere Sorten von Alte Säge geraubt und ich bin halt auch kein Kaffee-Fan. Er trifft aber den Geschmack, finde ich, absolut auf den Kopf. Auf den Punkt, auf den Nagel, Kopf auf den Punkt, auf den Nagel mit dem Hammer, ihr wisst. So, du. Ist im Kino. Genau, du bist im Kino. Du, wie viel? Ja, also ich betrachte das ganz realistisch und ich stelle mir das wirklich gerade so vor. Ich habe morgen direkt, wenn ich dann morgen zur Arbeit komme, mit dem Kaffee backen. Und ich werde tatsächlich morgen früh Schlagsahne kaufen und diese darauf gießen. Also für Cappuccino? Ja. Ah, Cappuccino wird mit Milch gemacht, nicht mit Schlagsahne. Ja, aber es schmeckt so cremig. Okay. Alles klar, ab sofort trinkt euren Kaffee mit Schlagsahne, um an diesen Tabakgeschmack heranzukommen. Coffee and Cream. Coffee and Cream. Schmeckt echt lecker. Hab ich auch schon andere Cappuccino? Ich habe schon mehrere Cappuccino-Tabak und so gebraucht und Kaffee und den ganzen Scheiß. Man stellt sich das immer sehr eklig vor. Und dieser überrascht mich tatsächlich, da er etwas Süße hat, aber doch diese Kaffeenote, Cappuccino-Note. Meiner Meinung nach ist das in der Preisklasse und vom Rauch und ja. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist das für mich der absolute Renner in diesem Bereich. Deswegen kriegt er in diesem Bereich von dieser Kategorie Cappuccino, kriegt er von mir tatsächlich 15 von 15 Punkten. Aber realistisch betrachtet mit Tabaksorten, die ihr, sag ich mal, regelmäßig raucht oder ob es sich lohnt, den Tabak jetzt für 13,50 €, das ist auch wieder so eine Summe, dann kauft ihr euch halt nur zwei Schachteln Kippen weniger oder geht mal am Wochenende keine Carlos Kajan Magic einsaugen. Dann habt ihr auch das Geld für so eine Dose rein. Kriegt ihr von mir als Tabak für zwischendurch tatsächlich auch 11 von 15 Punkten. Also, ich liebe dir auch. Ich muss auch nicht vom Preis-Leistung das Satz rauskauen, das hatte ich noch nicht. 13,50 €? Ja, das ist schon... Du zahlst mehr fürs Kino heutzutage. Nein. Ja. Ja, du gehst bestimmt in so ein Bimbo. Doch, Samstagabend, 3D-Vorstellung, 1 Million Euro. Mindestens. Ja. Und musst sogar zwei Plätze kaufen, weil die sich das hier angucken. Sagen, Shades of Grey, 9,90 €. Ja, ja, hast du gekauft. Das ist schön genug, dass du... Ja. Schön genug, dass du das machst. Ja. Ja. Wie gut gibst du damit? Ich gebe auch 11 von 15. Ich finde ihn auch sehr lecker. Kann mich da mal anschließen. Ich persönlich hätte das allerdings mit diesem Kakao das eher beschrieben, als wenn man oben drauf noch so Kakaopulver eben drauf macht. Ja, das ist eigentlich so drauf, so ganz ja, krass. Eben, das ist da sogar auf dem Bild mit drauf. Ja, von daher von mir auch 11 Punkte. Ja, liebe Leute, also, ich würde sagen, hier ist noch genau ein Shot drin.
Der als erstes mich auf dieses Video hier im Laden anspricht, bekommt ihn geschenkt. Kann er den gleich testen. Ansonsten, ja, probiert ihn aber gerne aus. Ja, ich würde sagen, mit 11 Punkten sind wir uns alle ziemlich einig. Ja. Was ist sonst so? Sonst ist eigentlich alles beim Alten. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, eine schöne Restwoche. Besucht die Grillallee 159 in Hamburg und genau. Kommt zu finden in den Laden. Richtig. Exklusive Mitarbeiter Axel und Danny, so wie ich jeden Dienstag und hin und wieder auch mal, wenn ich so Zeit habe, hier im Laden. Raucht mit uns eine Shisha, trinkt Tee, werdet herzlich begrüßt und kauft ordentlich fleißig ein. Hier ist immer alles hochaktuell und ja, eure Meinung ist halt auch die Meinung Fitz. Welche Meinung? Naja, wenn sie jetzt irgendwelche Sachen haben wollten, die geil finden, dann... Ja, dann will dann sie das auch sehen. Ja, Mann. Gehst du um die Straßenecke und sagst, jo, ey, komm bitte. genau. Wir haben viel Spaß. Ihr könnt auch in Videos mitwirken, wie man sieht. Kommt einfach mal vorbei. Genau, David ist auch einfach mal hier gewesen, auch machen wir es jetzt auch noch mit. Also, ran mit euch. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis bald. Guck mal, wie fett das hier eben aussah. Guck mal, das sieht aus, als würde ich hier so einen richtigen Ranzen vor mich hinschieben. Guck mal, ist gar nicht.